Das Kreuz wird von anderen Religionen abgelehnt. Ich gebe ein paar Beispiele. Der Islam lehnt die Vorstellung eines Retters, der unsere Schuld und Sünde getragen haben soll, total ab. Im Koran steht, jeder wird die Früchte seiner eigenen Taten ernten. Und deshalb gibt es keine Notwendigkeit, laut Koran, laut Islam, für einen Retter. In der Tat ist es für einen Muslim undenkbar, dass ein bedeutender Prophet Gottes ein so schändliches Ende nehmen sollte. Das geht einfach nicht. Ein Prophet Gottes kann nicht so sterben. So steht es im Koran geschrieben. Ich glaube, es steht sogar in der Sure 457, er wurde nicht gekreuzigt, sie bilden sich das nur ein.